Frisch auf, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo. Also das ist die erste Wanderung nach der Community-Wanderung, die ich so in der Form mache. Und heute laufen wir gemeinsam den Brezelwanderweg. Das ist ein etwa 21 Kilometer langer Rundweg. Start- und Zielpunkt ist Schloss Burg, wobei der Startpunkt Oberburg ist und der Zielpunkt Unterburg. Und ich war auch schon in der Bergischen Zwiebackmanufaktur, habe da ein bisschen was eingekauft, das zeige ich euch später. Da gibt es auch noch was zu gewinnen. Also wünsche ich euch an dieser Stelle viel Spaß mit wundervollen Naturimpressionen rund um Solingen-Burg auf dem Brezelwanderweg. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und schön, dass ihr dabei seid. Sind wir oben auf dem kleinen Stadtteil oder in Hofschaft Hörath angekommen. Laufen jetzt ein kleines Stückchen parallel zum Klingenpfad, den wir aber spätestens in der Nähe der Senkmachtalsperre wieder verlassen werden. Und an dieser Stelle schon mal einen schönen Daumen nach oben oder einen großen Daumen nach oben an die Dame von der Zwiebackmanufaktur. Also kann ich nur schwerstens empfehlen. Da habe ich, wie gesagt, zwei Sachen gekauft, da komme ich später zu. Aber ich habe auch eine kleine Leckerei zum Probieren bekommen, und zwar ein Vanillezwieback. Ich probiere das jetzt mal. Normalerweise tunkt man das ein bisschen in Kaffee rein. Den habe ich jetzt noch nicht. Ich könnte jetzt warten, bis ich meine Kaffeepause mache. Aber nee, ich habe ja hinten noch ein bisschen Zwieback drin. Und von daher probieren wir es mal. Ist auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit Brandzwieback oder die ganzen anderen Marken, die man so kennt für kleine Kinder und sowas. Das ist wirklich richtige Handwerkskunst. Richtig lecker. Und warum ich heute diese Wanderung hier mache, das werde ich euch auch später erzählen. Klar, das ist natürlich in Solingen, aber das hat auch einen gewissen Grund. Und so würde ich sagen, geht es erstmal heiter weiter Richtung Senkmachtalsperre. Und genießen wir hier weiterhin das wundervolle Wanderwetter und die wundervolle Natur. Ja, da unten bekommt ihr mal so einen kleinen Einblick auf die Senkmachtalsperre und den Borkenkäfer. Da möchte ich aber nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall freut es mich, doch auch mal unbekannte Wege zu laufen. Denn ich meine, in meinen Wanderungen, auch vor YouTube, bin ich diesen Weg hier nicht hergegangen. Ich bin zwar schon das eine oder andere Mal zur Senkmachtalsperre hoch und habe mir das angeguckt, aber da habe ich mir meine eigenen Wege gesucht und habe dann nicht gesagt, komm, ich wandere jetzt nach einem Wanderwegzeichen, und es war mehr oder weniger frei Schnauze, und ich habe damals auch noch Outdoor Active genutzt. Da muss ich mal gucken, ob da eventuell noch irgendwelche interessanten Touren bei sind, die ich, keine Ahnung, 2016, 2017 mal gemacht habe. Ich war ja in der Eifel unterwegs und habe da eine Zweitageswanderung gemacht. Da habe ich mir das damals noch auf Papier ausgedruckt, also das muss man sich mal überlegen. Ist natürlich so urtümlich, ja. Am besten noch mit Karte und Kompass. Das finde ich grundsätzlich auch sehr interessant. Aber ich muss mich ja jetzt hier nicht irgendwie unnötigerweise geißeln und mir das Leben schwer machen. Hier ist es mittlerweile oder bis jetzt so, dass das Wanderwegzeichen doch sehr zuverlässig funktioniert. Von daher werde ich auch auf Komoot verzichten. Ich habe zwar eine Aufzeichnung laufen, ich werde den Track dann später auch bei Komoot veröffentlichen. Werde aber jetzt hier keine Navigationsanweisungen von Komoot erhalten. Und es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ich wäre natürlich heute liebend gerne auch in Berlin dabei, bei dem 100 Kilometer Marsch. Aber das ging zeitlich leider einfach nicht. Deswegen freue ich mich umso mehr auf den 10. September. Mammutmarsch 100 Kilometer in Wuppertal. Und genieße
hier weiterhin das Bergische Land, die wundervollen Holzstämme, die hier abgeholzt wurden, und die Senkmachtalsperre. Und so geht's weiter. Also ich muss schon sagen, dieser Weg, der gefällt mir richtig gut. Hier schön ordentlicher Wanderwaldboden, sage ich jetzt mal, mit Laub, mit Steinen, und hier ist nichts asphaltiert. Hier geht es steil berghoch mit Felsen, hier geht es steil bergrunter. Da unten verläuft auch noch ein weiterer Wanderweg und da drunter fließt dann die Wupper. Die werden wir sicherlich auch das ein oder andere Mal noch sehen. Und ja, jetzt laufen wir erstmal, denke ich, Richtung Glüder, Richtung Campingplatz Glüder, den kennen wir ja auch schon aus einem der vorangegangenen Videos. Also falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, verlinke ich euch das oben mal. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und dann geht es im Prinzip in einem großen Bogen erstmal wieder zurück. Ich meine sogar auch an dem Wasserfall der Wupper vorbei, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, so laufen wir jetzt hier weiter auf dem Brezelwanderweg rund um Solingen-Burg. Ja, der reguläre Weg würde jetzt hier über eine nicht mehr existierende Fußgänger- und Radfahrerbrücke führen. Die ist, denke ich, vom Hochwasser komplett zerstört worden oder schon seit vielen Jahren defekt. Die wird aktuell neu gebaut. Deswegen ja, gibt es diese kleine Umleitung dann über den Waldcampingplatz Glüder auf die andere Wupperseite. Und dann laufen wir im Prinzip gleich wieder hier rüber. Da habt ihr auch das Schild gesehen, das blende ich jetzt mal ein. Und die Baustelle, da kann man natürlich nicht allzu viel sehen. Vielleicht kommen wir von der anderen Seite noch mal dran, dass wir da vielleicht noch mal einen Blick drauf erhaschen können auf die Baustelle. Und so laufen wir jetzt erstmal durch das Wasserwerk Glüder Richtung, ja, Campingplatz Glüder. Dann geht es auf die andere Wupperseite. Und dann werden wir uns auch irgendwo mal ein kleines Plätzchen suchen. Denn ich habe ja doch schon ein bisschen Hunger. Ich habe auch ein bisschen Mittagessen dabei. Und ja, jetzt zeige ich euch erstmal einige wundervolle Aufnahmen vom Wasserwerk Glüder. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen am Wasserpegel in Glüder. Hier habe ich auch schon das ein oder andere Mal gestanden und einfach nur dem Rauschen der Wupper zugehört. Also richtig toll. Ja,
Leider ist es so, dass sehr viel, das habt ihr auch wahrscheinlich in den Aufnahmen davor gesehen, vom Hochwasser zerstört wurde. Ich habe auch nicht alles gefilmt, weil zerstört ist halt zerstört. Mir war aber nicht klar, dass das Wasserwerk Lüder so frappierend in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wenn ich überlege, wann war ich denn mit dem Sebastian hier unterwegs? Dann wird das davor gewesen sein. Ja klar, es kann ja nur davor gewesen sein. Weil da haben wir noch schön alles gefilmt und alles gezeigt. Und ihr habt es gerade gesehen, da ist alles zerbröckelt und abgerissen teilweise. Und große Teile davon sind auch eingerüstet, beziehungsweise eingezäunt. Aber die werden das sicherlich auch alles wieder aufbauen, zwangsläufig. Hier nochmal ein schöner Pegel, 4,20 Meter. Hier würde ich gerne mal wissen, wie hoch hier die Wupper gestanden hat. Man kann es leider nicht erkennen. Nicht mal ansatzweise, da ist mal ein roter Punkt dran, da ist einer dran. Aber das sieht schon noch relativ neu aus. Da oben hat sich irgendwie ein Scherz erlaubt und hat da irgendwelche Spur dran geschmissen. Aber ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, was diese Konstruktion hier soll. Also klar, die messen irgendwie natürlich das Wasser, die Wasserhöhe hier über die Messanlage. Vielleicht auch sogar digital, das weiß ich nicht. Aber es ist mir schleierhaft, was diese Drahtseile hier zu bedeuten haben. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ja, hier kann man doch noch deutlich besser sehen, wie die Bauarbeiten voranschreiten. Und hier ist auch ein Zaun offen. Also ihr seht es auch. Dann haben wir doch mal zumindest einen freien Blick auf das wundervolle Konstrukt, was da gebaut wird. Ihr seht die beiden, da ist eine Stütze schon fertig. Da ist eine Stütze fertig. Und hier geht es dann im Prinzip dann später hin und her. Ich kann mich noch daran erinnern, das war aber vor einigen Jahren, da war die Brücke schon zu. Deswegen kann das eigentlich nicht vom Hochwasser jetzt sein, dass das gesperrt ist, sondern ich glaube, die ist seit vielen Jahren schon marode gewesen. Und ich glaube, man hat sich mal überlegt, was machst du jetzt? Lassen wir das Ding verrotten oder bauen wir das neu und wie und was? Und der ganze bürokratische Aufwand, der da natürlich dahinter steckt. Ihr seht, da wird aktuell gebaut. Ich glaube, die sind sogar auch massiv in Verzug, aber ne, darüber wollen wir hier gar nicht sprechen. Und ich werde mir jetzt hier gleich irgendwo ein schönes Plätzchen an der Wupper suchen, um mir mein Mittagessen zu bereiten. Hier, das finde ich auch sehr interessant. Das ist ja der Willy-Lobach-Weg. Und zwar, genau, Willy-Lobach-Weg, Wasserweg Wupper, verschiedene Erklärungen, Toneisensteinknollen im Schiefer. Also ich finde das auch richtig toll. Könnt ihr richtig weit nach oben gucken. Wahnsinn, ich glaube, ich hoffe, man kann das irgendwie erkennen so. Wahnsinn, einfach toll. Und ich hatte gesagt, dass ich mir jetzt hier ein kleines Plätzchen gleich suchen werde. An der Wupper, wenn möglich. Dann werde ich mir mein Mittagessen zubereiten. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal auf die Suche nach einem schönen Rastplatz. Ja, aus dem versprochenen Platz an der Wupper mit Pause und so weiter wird leider nichts, denn hier geht der Brezelwanderweg nicht her. Das heißt, ich muss jetzt ein kleines Stückchen zurück. Dann geht es erstmal rauf auf den Pfaffenberg, zumindest ein kleines Stück, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber vielleicht haben wir dann da ein schönes Plätzchen mit einer tollen Aussicht. Und so würde ich sagen, suchen wir uns ein schönes Rastplätzchen. So suchen wir uns einen schönen Rastplatz. So, liebe Leute, ich habe meinen Rastplatz gefunden. Ich nehme jetzt einfach hier diesen Baum. Hier kommt mal bald wieder mal keine Bank. Ich bin fast sicher, wenn ich nach dem Mittagessen weiterlaufe, dann kommt hier hinter der nächsten Kurve eine Bank. Eine richtig tolle, mit toller Aussicht und so weiter. Aber darauf verlasse ich mich nicht. Ich habe nämlich jetzt Hunger. Ich habe heute Morgen nur ein Brot gegessen und eben dieses Zwiebackstück. Und so würde ich sagen, geht es jetzt erstmal ans Essen machen.
Ja, liebe Leute, also ganz wichtig, wenn man bei der Jahreszeit unterwegs ist, jetzt zischt einmal kurz, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht kann mir das jemand erklären, warum da Gas austritt. Ich meine, klar, der Stift geht da rein, aber normalerweise sollte die Dichtung das genau das verhindern. Aber ist auch egal, auf jeden Fall der Hinweis, schaut auf jeden Fall nach den Wanderungen, wenn ihr im Wald unterwegs gewesen seid, auch euren Körper ab nach Zecken. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe hier einmal so ein Ästchen berührt und zack, habe ich direkt eine Zecke auf der Hand. Ich habe sie glücklicherweise klettern sehen oder krabbeln sehen und sie direkt entfernt. Und ja, es gibt heute etwas, dem Knorr sehr ähnlich. Vielen Dank an die beiden Kommentatoren, die mich darauf hingewiesen haben, das nicht in der Knorrtüte aufzuwärmen oder zu aufquellen zu lassen, weil diese Verpackung wohl nicht dazu geeignet ist. Und deswegen habe ich hier ein Tactical Food Bag mir heute mal zugelegt oder in den letzten Tagen zukommen lassen. Veggie Wok and Noodles, Gemüse Wok mit Spaghetti, das werde ich heute mal ausprobieren. Ich habe auch zu Hause schon ein bisschen geguckt, dass ich mir selber was zusammen mixe mit Asia, wie heißen die Nudeln, Mie-Nudeln und Trockengemüse und sowas alles. Also ich glaube, das könnte auch ganz gut klappen. Ich habe da ja auch schon einige Videos gesehen von anderen YouTubern, die das gemacht haben. Ich möchte aber meine eigene Rezeptur finden und ehrlich gesagt nicht einfach 1:1 irgendwas kopieren. Und so werden wir jetzt hier das Tactical Food Bag zubereiten. Und ich bin schon sehr gespannt, weil das tatsächlich das erste Mal ist in meinem Leben, das kann man wirklich so sagen, dass ich sowas in der Art esse. Ja, selbst bei der Bundeswehr gab es richtige Nahrung in Anführungsstrichen. Und ich guck mal eben, wie viel müssen denn da rein? 300 Milliliter. Und ich habe meinen Trinkbecher aus Edelstahl dabei. Da ist innen drin so eine schöne Skala. Da kippen wir jetzt erstmal 300 Milliliter rein. So. Dann machen wir einmal das Gas an hier. So, dann stellen wir es einmal drauf hier, erhitzen das. Das dürfte wie gesagt relativ schnell gehen. In der Zeit machen wir das schon mal auf hier. Und klar ist es natürlich so, dass diese Verpackung hier jetzt alles andere als umweltfreundlich ist. Aber die hat für mich einen doch wesentlichen Vorteil, denn wie ich aus meinen vorangegangenen Videos immer gesagt habe, Mülleimer sind genauso wie Sitzbänke. Entweder kommen sie regelmäßig oder du kriegst kilometerweise gar nichts. Und da ich ja sowieso das hier mitnehmen werde, kann ich das auch im Zweifel für Corny-Verpackungen oder für andere Verpackungen als Müll nehmen und da den Müll reinpacken. So, do not eat. Was haben wir denn hier? Oxygen. Achso, Sauerstoff. Also hier ist so ein Beutelchen oder was, keine Ahnung. Ich filme mal. Genau, ich zeige euch das mal. Es riecht auf jeden Fall schon sehr lecker. Ich filme mal da rein. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Was ist denn das Schwarze da drin? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie aufklappen kann, muss, soll, wie auch immer. Ja. So, dann hat man nämlich auch den Boden hier komplett offen. So, dann muss ich nämlich gleich noch den Löffel holen. Und dann melde ich mich gleich nochmal wieder, wenn das Wasser kocht. Und dann geht es weiter mit der Zubereitung. So, das Wasser kocht. Als erstes mal den Kocher wieder aus. So. Und jetzt geht es darum, sich nicht die Hände zu verbrennen. An diesem heißen Dingen. So. Jetzt kippen wir das einmal hier rein. Dann mache ich mir das immer so. So. Dann rühren wir das einmal um hier. So, dann lassen wir das 8 Minuten ziehen und dann gibt's was zu essen. Ich denke, die 8 Minuten sind rum, aber bevor wir uns dem Essen widmen, möchte ich euch noch zwei Sachen vorstellen. Und zwar von der Bergischen Zwiebackmanufaktur. Also ich habe es eben gekauft, also keine Werbung an dieser Stelle. Und zwar Tafelzwieback gemischt mit Haselnuss, Krokant, Vanille, Kokos und Kakaogeschmack. Das für meine Familie, für meine Kinder. Jetzt mal schauen, vielleicht kann ich die ohne Haselnüsse auch essen.
Und weil das ja hier heute die Brezelwanderung ist, habe ich mir überlegt, ich kaufe gleichzeitig Butter-Zimt-Brezel hier in dieser ganz klassischen Form. Ich wollte ursprünglich eigentlich so einen großen kaufen, wie man den klassischerweise kennt, aber ihr werdet gleich verstehen, warum das nicht so optimal ist. Und zwar würde ich dieses wundervolle Päckchen mit Butter-Zimt-Brezeln an einen von euch verlosen und im Zweifel dann auch verschicken, wenn es ein bisschen weiter weg sein sollte. Das Einzige, was ihr machen sollt, ist mir sagen, mit wem ihr diese Butter-Zimt-Brezel essen würdet. Zum Kaffee ist natürlich klar, oder trinkt ihr einen Tee dazu. Also so eine schöne Geschichte, wozu ihr diese wundervollen Butter-Zimt-Brezel verzehren würdet. Und jetzt würde ich sagen, wir widmen uns ganz schnell dem Mittagessen, denn wir haben gelaufen 9,8 Kilometer nur, wir haben 13.30 Uhr. Ich habe Hunger wie ein Verrückten und deswegen gucken wir uns jetzt mal an, was hier die Firma Tactical Food Pack hier fabriziert hat. Und was ich auch toll finde, ist dieser Verschluss hier. Den gibt es ja bei Knorr natürlich nicht, weil es halt eben auch nicht dafür gedacht ist. Sieht aber auf jeden Fall schon ganz ansehnlich aus, denke ich. Ich zeige es nochmal in die Kamera. Ne? Also wenn ich überlege, wie das bei anderen Instant-Sachen aussieht, darüber wollen wir nicht sprechen. Ihr seht es auch, das ist noch ordentlich heiß. Also ich bin mir schon ziemlich sicher, die Leute, die das kommentiert haben, von wegen die Verpackung ist nicht optimal dafür, die haben schon recht. Von daher werde ich mir das jetzt hier zu Gemüte führen. Und dann geht es gleich nach dem feierlichen Mittagessen mit Gemüsewok mit Spaghetti weiter auf die nächsten Kilometer des Brezelwanderwegs. So, die 7 Sachen sind wieder verpackt, jetzt geht's weiter. Also das Essen war im ersten Moment, aber im zweiten Moment war es doch ganz lecker. Und ich kann mir durchaus vorstellen, sowas hin und wieder mal zu machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt speziell bei dem Tactical Food Pack, da waren 100 Gramm drin. Und ich hätte locker nochmal das Doppelte davon essen können, also 200 Gramm in dem Fall. Und ich habe noch ein weiteres zu Hause. Aber nicht von Tactical Food Pack, sondern von Track and Eat, glaube ich. Huhn mit Curryreis oder irgendwie sowas in der Art. Das werde ich, denke ich, nächstes Wochenende mir mal zubereiten. Da bin ich auch unterwegs. Da bin ich mit dem Dominik unterwegs. Auf dem Mittelrheinsteig, da irgendwo in der Gegend. Und da werden wir dann 2 Nächte auf dem Campingplatz verbringen. Wobei die zweite Übernachtung bis morgens, die ist halt nur für Abbau und dann geht es wieder nach Hause. Und da sind wir den ganzen Samstag unterwegs. Ich denke mal, da werde ich dann nochmal dieses Track and Eat ausprobieren. Und jetzt bin ich wieder zurück auf dem Brezelwanderweg. Und jetzt geht es natürlich erstmal schön berghoch, so wie sich das gehört. Und ich zeige euch gleich auch mal das Schild. Hier stehen ganz viele Fichten und Kiefern. Kiefern vor allen Dingen. Und hier könnt ihr dann das Schild auch sehen. Wir sind hier nicht nur auf dem Brezelwanderweg, sondern auf dem Wanderweg A3 und auf dem Wanderweg N. Hier könnt ihr sehen. Und Verschönerungsverein Solingenburg. Also ich bin wirklich schon überlegen, ob ich den nicht mal anschreiben soll. Einfach weil doch hin und wieder die Wegmarkierung nicht so optimal ist. Und wenn ich mein Handy nicht dabei gehabt hätte, dann wäre ich in Anführungsstrichen verloren gewesen. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall geht es jetzt hier erstmal weiter hoch. Und ich bin mir sicher, wenn wir gleich oben angekommen sind, wird da auch eine ganz tolle Aussicht auf uns warten. Hoffentlich zumindest. Und so geht es heiter weiter. Hermann Löns, geboren 1866, gestorben 1914, gilt als Heimat- und Heidedichter. Er trat als Freiwilliger in den Ersten Weltkrieg ein und fiel gleich zu Beginn des Krieges einer Kugel zum Opfer. Seine Bücher handeln von Erlebnissen in der Natur.
Sein Landschaftsideal war die Heide. In den 1920er Jahren wurden seine Werke in Prosa und Lyrik ungemein populär. In fast jeder Stadt in Deutschland wurde Löns mit einem Denkmal geehrt. Auch Solingen wollte nicht zurückstehen. 1926 entstand das Denkmal im Wald unterhalb vom Jagenberg. Ja, jetzt sind wir am Wiesenkotten angekommen. Das Lustige ist, ich wusste eine Zeit lang wirklich nicht, wo es hergeht, wo wir rauskommen. Habe aber jetzt hier die Brücke gesehen, die ich euch jetzt zeige hier. Ja, da ging ja auch die Community-Wanderung her. Und hier kann man auch schön an die Wupper gehen. Das machen wir jetzt auf jeden Fall auch mal. Das habe ich nämlich immer nicht gemacht. Und habe mir gedacht, da oben ist sowieso gerade Verkehr. Kann ich auch mal hier an die Wupper gehen. Euch so ein bisschen Impressionen zeigen. Hier sind noch irgendwelche Schuhe, die hier angeschwemmt wurden. Also muss man sagen, ihr seht selber, das ist einfach toll. Es ist einfach toll, sowas vor der Haustür zu haben und vor allen Dingen auch einfach mal zu sagen, ich gehe einen anderen Wanderweg, den ich jetzt noch nicht gegangen bin und laufe komplett andere Wege. Ich finde das richtig toll. Ich bin jetzt wirklich nur ein Stück weiter oben gelaufen als der Klingenpfad, ein Großteil, und trotzdem kam mir das nicht bekannt vor. Und das ist genau das, was mir so gefällt, dass man nicht irgendwie hunderte Kilometer fahren muss, um was Neues zu sehen, sondern hier auch, vor der Haustür auch. Weil ich finde es einfach nur toll, wie man hier auch an die Wupper gehen kann. Auch richtig toll. So müssen wir mal überlegen. Kanu darf man hier nicht fahren, außer man hat da den entsprechenden Wupperführerschein. Die Münchner Brücke ist da. Wir laufen jetzt auf Schloss Burg drauf zu, machen dann aber nochmal einen Schlenker nach oben, nach Remscheid und sowas alles. Und dann geht es im Prinzip da an diesem alten Gebäude vorbei. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, den blende ich jetzt mal ein. Und ich laufe jetzt nochmal nach vorne hin zur Wupper und zeige euch die Wupper in ihrer vollen Schönheit und Pracht. Ja, also an so einer Bank mit dieser kleinen Nische hier, da kann man eigentlich fast gar nicht dran vorbeigehen. Mache ich auch nicht, denn ich mache mir jetzt noch einen leckeren Kaffee. Genieße hier die Aussicht auf die toten Fichten zwar, aber ja, besser als wenn man hier vis-à-vis auf einer anderen Seite, auf einer anderen Wald einfach schaut. Davor habe ich noch so eine schöne große Weidefläche und so mache ich mir jetzt erstmal einen leckeren Kaffee. Da gibt es noch ein leckeres Korni und dann genießen wir einfach mal die Natur. Und lassen den Wind Wind sein, die Natur Natur sein und den Kaffee Kaffee sein. So, liebe Leute, der Kaffee ist fertig. Habt ihr gesehen? Also auf euch. Prost und schön, dass ihr Abonnenten meines Kanals seid. Und schöne Grüße auch an die Kanalmitglieder. Und ganz im Besonderen natürlich dem Alexius, denn er hat mir so eine riesige Box mit Corny Schoko Big nach der Community-Wanderung geschenkt. Also eine arschgeile Nummer. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank.
Die Kinder haben sich natürlich den einen oder anderen auch schon gekrallt. Das lässt sich halt nicht verhindern. Aber ich habe zum Glück noch die Kleinen. Dann kriegen die Kinder die Kleinen und der Papa kriegt den Corny Big. Und in diesem Sinne sage ich Prost und vielen Dank. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also das mit dem Mischungsverhältnis von dem Kaffeepulver, das ist immer so eine Sache. Ich mache das immer so Pi mal Daumen, zu Hause auch in der Kaffeemaschine. Wie viele Tassen brauchen wir? Oh, so viel packe ich da rein. Manchmal schmeckt der dann nichts und manchmal schmeckt der so stark. Aber in den allermeisten Fällen kriege ich das schon hin. Jetzt werde ich mir das Korn hier reinhauen, die Aussicht genießen und dann geht's gleich heiter weiter. Also dieses Waldstück hier, wo wir jetzt herlaufen, das ist auch richtig toll. Hier führt auch der Klingenpfad her, der ging jetzt aber weiter hoch. Ich bin jetzt hier wieder auf neuen Pfaden unterwegs sozusagen. Und ja, mir läuft auch immer hin und wieder mal der Röntgenweg über den Weg. Und der steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Aber dann auch nicht in mehreren Etappen, sondern den würde ich dann auch in einem durchlaufen. Das sind 50, irgendwas Kilometer. Ja, ich glaube, das schafft man so in einem Tag, wenn man rein auf Kilometer machen eingestellt ist, nicht so wie heute. Also die 20 Kilometer, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme heute nicht an, weil die Gegend halt so schön ist. Aber muss auch mal sein, man muss auch sich mal hinsetzen, einen Kaffee trinken, was essen, einfach mal die Natur genießen und nicht hier immer wie so ein Berserker durchknüppeln und Kilometer um Kilometer machen, sondern einfach auch mal die Aussichten genießen, die Geräusche und ja, alles was so mit zu einer Wanderung dazugehört, aber auch solche Blicke hier. Ich meine, das ist jetzt von Wald auf die andere Seite in den Wald rein geguckt, aber trotzdem finde ich es halt richtig toll, wenn man da richtig tief runterschauen kann ins Tal. Ach, das ist einfach toll. Also ich kann euch wirklich nur den Klingenpfad mal sehr ans Herz legen oder auch den Brezelwanderweg, den ich jetzt hier aktuell laufe, auf den letzten knapp 6 Kilometern. Ja, ich werde mal schauen. Die ein oder andere Aussicht werden wir sicherlich noch bekommen. Und der Zielpunkt des Brezelwanderwegs ist dann Unterburg. Da bin ich ja heute Morgen mit der Seilbahn hochgefahren. Das konnte ich mir auch nicht nehmen lassen. Gehört ja auch dazu. Und ja, so würde ich sagen, geht's heiter weiter bei windigem Wetter auf dem Brezelwanderweg.
Ja, hier bin ich vor 19 Kilometern etwas schon mal gewesen. Hier verläuft jetzt der Brezelweg ein Stück weit parallel. Also man muss im Prinzip diese Strecke zweimal laufen. Gleich geht es aber rechts runter Richtung Unterburg. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir da noch an dem Diederichstempel vorbeilaufen. Weil das ist tatsächlich der schönere von den beiden Diederichstempel. Der andere steht ja vis-à-vis an der Münchner Brücke da in der Nähe. Wenn jetzt der Brezelwanderweg da noch entlang führt, ohne dass ich, oder ich müsste einen Umweg machen, ohne mir da jetzt irgendwie noch einen abzubrechen, sag ich mal, dann gehen wir auf jeden Fall mit dran vorbei. Und es gibt auch noch ein weiteres Highlight. Und zwar gibt es da ein Kriegerdenkmal. Das wollte ich mir eigentlich auch immer schon mal angeguckt haben. Da gilt das Gleiche, wenn der Brezelwanderweg da entlang führt, dann werden wir auch das noch sehen. Wenn nicht, werde ich das bei einer anderen Wanderung mal abklappern sozusagen. Da vorne ist auch die große Kreuzung. Da bin ich heute Morgen hoch, aber für mich geht es jetzt hier gleich rechts runter. Wie gesagt, Richtung Unterburg, ganz grob die Richtung. Und lassen wir uns mal überraschen, ob wir den Diederichstempel sehen und das Kriegerdenkmal. Und somit würde ich sagen, geht es heiter weiter auf die letzten Kilometer auf dem Brezelwanderweg weiter. Also ist das nicht komplett verrückt. Also dieser letzte Abschnitt hier, der ist nochmal richtig extra klasse. Und ich habe gerade gelesen auf einem Plakat, dass der Großteil so aussieht, wie er aussieht, wegen dem Hochwasser im vergangenen Jahr. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich eine Katastrophe. Aber trotzdem ist das sehr urig, sehr, ja, natürlich ist jetzt auch das falsche Wort, aber es passt halt irgendwie so. Für einen Wanderweg, so hin und wieder so steinige Passagen mit Wasser, was so ein bisschen runterplätschert. Also ich muss schon sagen, das ist schon ein richtig feiner Abschnitt hier, dieses letzte Stück. Und ich habe gerade mal auf die Karte geguckt. Den Diederichstempel sowie das Kriegerdenkmal werden wir nicht sehen. Das liegt deutlich weiter oben. Da müsste ich jetzt noch über so einen Single Trail hochkraxeln und sowas alles. Das werde ich dann ein andermal machen. Und so geht es jetzt auf die letzten Kilometer bis nach Unterburg. Ich bin mir sicher, das ein oder andere Schöne wird da noch zu sehen sein. Und so würde ich sagen, geht es weiter bis nach Solingen-Unterburg, dem Zielpunkt des Brezelwanderwegs. Hier gibt es nochmal eine kleine Klettereinlage. Da liegt ein Baum quer, aber das ist alles problemlos möglich. Liebe Leute, herzlich willkommen nach 21,7 Kilometern in Solingen-Unterburg. Die Brezelwanderung ist erfolgreich und den Kameraden kennen wir hier, den Burger Brezelbäcker. Darum hat sich ja die Wanderung heute gedreht. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls es noch nicht getan haben sollte, dürft ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren. In diesen Worten bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg.